Wir sind hier gerade in einer Straße im Viertel und haben hier Informationen in die ganzen Briefkästen von AnwohnerInnen und AnliegerInnen gepackt. Denn wir werden hier eine Szene drehen und hoffen mal, dass da alle mitgehen werden. Ganz genau. Man kann sicherlich auch sehr guten Kamin damit anzünden, wenn man möchte. Das ist doch schön. Also Service inklusive. Wo sitzen wir hier gerade, Alex? Auf dem Lastenrad. Auf dem Lastenrad. Auf dem Anhänger. Auf dem Carla Cargo. Ja, wir sind ready, oder? Geil. Wir sind ready. Oh, es geht los. Es geht los. Das ist die erste Fahrt beim Dreh, die wir machen mit dem Ding, was die Kamera zieht. Was ist das denn? Bruder aus dem Weg, sag mal, hörst du nicht die Klingel oder siehst du nicht die Reflektoren an den Speichen blitzen? Ich bin Radler. Genau. Radl, wohin mich die Winde wehen. Wenn ich die Limo sehe, dann brauchst du mich damit nicht mitzunehmen. Wohin fahren Sie denn jetzt gerade so, Herr Diosegi? Wir fahren zum Sprinter, dann geht's ab ins Studio. Dann machen wir einen richtig geilen Studio-Shot. Geil. Gina, was passiert hier gerade? Oh Gott. Wir drehen im Studio den ersten Performance-Shot von Lukas, der startet. Ja. Das ist so Making-of in Making-of. Ah, krass. Einen historischen Moment haben wir hier. Nee, aber hier haben wir ein wundervolles Studio. Wir machen so wie, Leute machen immer so Carporn, wenn die so Autos pushen, wenn die Studio rollen. Gerade so rollen. Und die Klingel macht, die Reifen machen, deine Oma macht, deine Freundin macht. Aber du musstest so, also sehr bossig, weißt du, so... Glaubst du, der Sumba Fitness wartet? Nein, nein. Mein Sumba Fitness wartet? Also, loggen wir jetzt Sumba Fitness ein. Ich finde Sumba Fitness gut. Okay. Findest du es gut? Ja, voll. Also, Sumba Fitness jetzt oder den Job? Was machen Sie gerade hier? Objektivumbau. Objektivumbau? Ja. Das ist ja objektiv geil. Der war richtig bad. Dankeschön. Ich habe lange dafür trainiert. Und bitte. Hallo? Sag mal, glaubt ihr, mein Sumba-Fitness wartet? Führerschein im Wald gefunden, oder was? Hallo? Was ist das denn? Bruder aus dem Weg, sag mal, hörst du nicht die Klingel oder siehst du nicht die Reflektoren an den Speichen blitzen? Ich bin Radler. Genau. Radl, wohin mich die die Limo seh, dann brauchst du mich damit nicht mitzunehmen. Die Welt steht mir offen auf den Fahrradwegen. Alles hier von Bremen bis nach Schwanewede. Ich kann's auf dem Rad erleben. Was ist gerade Ihr Job? Der Star des Videos zu sein. Harter Job. Neben ganzen Autogramme geben und Fan-Nachrichten checken und sich halt auch mal ab und zu vor die Kamera. Das habe ich gerade gemacht. Bin mit meinem Drahtesel gefahren, hab geklingelt. Und den Bruder aus dem Weg geschubst. Bruder aus dem Weg, sag mal, hörst du nicht die Klingel oder siehst du nicht die Reflektion an den Speichen blitzen? Ich bin Radler, Radl, hol mich die Klingel, wenn ich die Klingel sehe, dann brauchst du mich damit nicht mitzunehmen. So, gerade müssen wir ein bisschen kreativ werden. Wir sind an der Uni, auf dem Gelände der Universität, Bibliothek, beziehungsweise auf dem Campus. Wir haben zwei Probleme, die sehr fundamental sind. Erstens, keine Toiletten. Zweitens, brauchen wir Steckdosen. Oh Gott. Ich habe euch was geschickt. Aus Gold, die
zeigen, wessen stolze 26 Zoll, der dann verstört ein paar Passanten mit deinem Auspuff. Ey, wir ziehen an dir vorbei, wenn du beim Tanken zu uns weißt. Ey, wenn ich zeige, dann zwei Mal am gleichen Tag verkennst du. Wir werfen wie ein Gänger, seine Zeige voller Beeren. Recycle mit dem Eis, schweig ich weiter bis ans Meer. Du fährst Parkplatz und eingeschnappt im Daimler dazu. Ey, man zieht uns gratis, wir fahren über Promenaden am Hafen, jagen dich den halben Abend auf stark befahrenen Straßen. War selber schuld, wenn du scheinbar. Nochmal herkommen, kurz tanzen, bis hochheben. Bitte so ein bisschen hier drumherum verteilen. Alle bitte kompakte da hinten stehen. Ja, genau. Ja. Sehr gut. Das müssen wir nochmal. Okay. Okay, das ist mit Abstand die größte Schnapsidee, die wir im Laufe dieses Projekts haben. Aber wir gehen jetzt zu Burger Me und ich hoffe, wir kommen mit dem Taui wieder raus. Ja, das war jetzt mäßig. Aber es ist ein Jein. Ja, mein Jein. Ja, mein Jein. Wir hatten sehr viele Jeins bis jetzt. Sehr viele Jeins, die immer ein Nein wurden. Ein paar wurden Ja. Ich hoffe, dass das jetzt ein Ja wird. Und ich meine, wenn Fußballverein sponsert, dann kann nur die Radhymne sponsoren. Letzter Drehtag, wir sind hier beim Hansa-Tor und wir haben nicht damit gerechnet, dass hier heute ein Triathlon ist und einfach alles abgesperrt ist. War eine kleine Auto-Odyssee hierher zu kommen, aber wir sind jetzt hier und wir werden hier mit dem Konzertbike drehen. Das ist eine wahnsinnig wilde Geschichte. Also das Konzertbike ist wahnsinnig wild. Das ist einfach das Teil. Es ist ein Fahrrad mit einer Bühne vorne dran. Wir stehen am Meer und genießen. War ich dieser Typ, der nur im 7er fing? Dick, pass auf. Toni, wie schmeckt dir das Essen? Super geil. Ja? Was ist das für Essen? Das ist Reis von Reishunger. Nein! Doch. Wow! Ist ja. Die Soße auch von Reishunger? Nein, die ist auch davon. Ja, oh mein Gott! Wow, mein Gott, die ist so lecker! Unfassbar! Wow! Was bist du denn da? Das ist Reis. Von wem denn? Von Reis. Oh, erstmal eine tolle Portion von Reis oder Reis. Ey. Ja, geil, ey. Filmdreh, Reishunger. Ja. Hier ist dann halt. Ja, Marie, Spaß hier. Ja, ich will mal erzählen. Marie, Spaß hier in Bremen, ja? Ja, Marie, Spaß. Toni, macht das eigentlich Spaß hier? Wie viel Spaß macht das denn? Es macht 100% Spaß. 120. Jo, ich stehe am Meer und genieße den Blick. Was war früher nicht der Typ, der nur im 7er sitzt, aber heute lehne ich trotzdem an einem Bike. Ich bin ziemlich geil drauf. Wir drehen gleich Alex Shots hier am Meer und ihr seht, es ist Sonnenuntergang. Richtig schön grün. Wir haben eine weite Strecke, wo er langfahren kann. Für die Rolling Shots mit dem ADFC Lastenrad und dem Anhänger. Also das kann man hier wahnsinnig gut umsetzen, das ist richtig schön hier. Vorbei, wenn du beim Tanken zu uns rauskommst. Ey, wenn die feinen Herren zweirädrig am Deich entlang verkennst du die Reifen wie ein Gärtner, seine Zweige voller Beeren. Ich zeige mit dem Beiß, schmeiß dich weiter bis ans Meer. Du wirst Marktplatz unten eingestammt im Daimler dazu. Ey, man zieht uns gratis, wir fahren über Promenaden am Hafen, jagen dich den halben Abend auf stark befahrenen Straßen. War selber schuld, wenn du scheinbar endlos hinterm Bus stagnierst. Trainieren wir Beine, auch wenn man die im Club nicht sieht.